Hallo und willkommen zu den Showbox. Es geht los. Die wunderschöne Reise von Kena. Bridge of Spirits. Wir können es endlich spielen nach einigen Verschiebungen. Ich bin sowas von aufgeregt. Manche sagen, es ist das Spiel des Jahres. Vielleicht ist es das schönste Spiel, das jeweils rausgekommen ist. Das wird sich jetzt beweisen müssen. Die Vorschusslorbeeren sind gesät und jetzt muss Kena Bridge of Spirit beweisen, dass es wirklich ein richtig krasses, cooles Game ist. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr es auch seid. Begleitet mich gerne auf der Reise und drückt auf Abonnieren und die Glocke, dann erfährt ihr immer, wenn was Neues von Kena Bridge of Spirits oder anderen Let's Plays rauskommt. Ich danke für den Support. Wir spielen das Ganze hier auf Deutsch natürlich. Und dann gibt das Spiel noch einen kleinen Story-Modus oder Geisterführer oder Experten-Geisterführer. Schwierigkeit her. Wir machen, denke ich mal, die Mitte. Das wird definitiv ein bisschen herausfordernd sein. Und alles andere lassen wir so. Und starten direkt rein. Auf geht's. Ah, das können wir hier nochmal meistern. Okay, alles klar. Okay, alles okay. Ich bin sowas von aufgeregt. Schau euch die coole Grafik an. L1 für den Impuls. Ich bin jetzt ja schon begeistert. Auf L1 können wir Impuls machen. Das sieht wunderschön aus. Hier können wir schlagen, alles klar, das lernen wir wahrscheinlich später noch. So, Kena ist hier eine Geisterführerin. Die Bänder zwischen den Welten schließen kann. Und sie kann sogar schwimmen. Hier. Okay, nee, da hier ist der Schlag. Okay. Hier ist ein einfacher Schlag, alles klar. Hier können wir eine Ausweichrolle machen auf dem Kreis. Und auf X springen wir. Sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, Spirit Guide. Drücke R1 für einen leichten Angriff und R2 für einen schweren. Sehr nice. Kampfsystem ist ziemlich flüssig. Ausweichen, alles klar. Schön Schaden.
haben wir denn hier? Das Spiel bezaubert mich jetzt schon, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier? Und es soll sogar einen Fotomodus geben jetzt, haben sie bekannt gegeben. Kann man richtig coole Bilder schießen. Die Musik stoppt noch an einigen Stellen, wenn ihr es gleich mitbekommt. Das ist kein Problem von mir aus, das ist ein Spielproblem. Da kommt vielleicht noch der ein oder andere Patch. Wow, wunderschön. Richtig nice. Und die Musik macht ihr übrigens. Was haben wir hier? Interagieren. Da ist sogar ein Inari-Fuchs aus der japanischen Mythologie. Der Fuchs ist ja eine Gottheit in Japan. Amaterasu, falls ihr es schon mal gehört habt. Vielleicht kennt ihr ja das Spiel Okami. Da spielt man ja auch die Amaterasu. Das waren, glaube ich, auch dann ein paar Seelen, die gerettet werden müssen. Pulsiere mit dem Irrlicht. Ich habe da jetzt gerade eben ein bisschen Gänsehaut bekommen von der Grafik. Also wenn man sich die Spiele vor 20 Jahren anschaut und eben die Grafik, also richtig einen Gänsehautmoment bekommen. Oh. In der Luft kann man einen Doppelsprung machen. Das wäre interessant.
Run! Was haben wir hier? Ich will mir alles angucken. Richtig alles anschauen in Gemütlichkeit. So schön, wie die Flora hier ist. Unglaublich. Oh, ein weiterer. Wir haben Rott gefunden. Ah. Ah, das ist Rott. Okay. Das ist die Fäulnis wahrscheinlich. Ist die Musik nicht einfach wunderbar? Noch einen gefunden. So, da unten können wir auch hin. Aber ich sollte mal den Kindern nachlaufen. Wieder ein. So, was haben wir denn hier? Hier geht's nicht weiter. Das habe ich schon eingesammelt, mein Freund. Gehen wir mal da runter. Was haben wir hier? Da oben hängt irgendwas. Aber da kommen wir nur wieder hierher. Das ist quasi eine Sackgasse. Geht's hin an Wasserfall? Hallo, kleiner Freund. So, einen muss ich jetzt noch finden. Das da hinten sieht aber nicht gerade einladend aus. Sammle mehr Rott. Oh. Die Kleinen sind ja da hinten hingerannt. Kann ich irgendwo hochspringen? Da hoch geht's nicht, ne? Ne. Komm ich da hoch? Da hoch geht's auch nicht. Okay, aber hier geht's nicht weiter, meine Freunde. Zurück schnell und schauen mal, ob wir irgendwas vergessen haben. Was ich mir nicht vorstellen kann. Die Kleinen sind dort hinten reingerannt, ne?
Ah, da ist noch jemand. Um mit dem Rot zu interagieren. Was? Oh mein Gott, wie niedlich ist das denn? Rot können jetzt mehr Aktionen ausführen. Dein Rot-Team von Gefährten ist gewachsen und steht hier jetzt die Rot Verfügung, die Aktion zur Verfügung. Drücke Viereck, um die Rot auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Sammle Rot, um aufzuleveln, um mehr Rot-Aktionen zu erhalten. Was macht das jetzt? Oh mein Gott. Einfach wunderbar. Es ist so niedlich. So, dann können wir Rot anwenden. Drücke. Wow. Das war heftig. Heftig cool. Da haben wir den Wasserfall. Wir können sogar Kanten greifen. Drücke in eine Richtung, um Kanten zu greifen. Oh, ein paar Assassin's Creed Elemente noch eingebaut. Wunderbar. Okay, wo geht's denn hier hin? So. Oh, oh, oh. Gegner erschreckt den Rot. Die Rots sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rot-Aktionen durchzuführen. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen mit deinem Impuls oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Okay. Uiuiui. Der Rot ist bereit, sie können die Todeszonen Herzen zerstören oder Feinde binden. Drücke Viereck, um deine Rot schnell auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Halte L2, um zum Zielen und dann, um den Gegner zu binden. Das ist ja cool. Post. Damit ist es zerstört. Und das war's für euch. Okay, okay, okay. Das geht ganz schön flüssig, das Gekämpfe. Was kann ich hier noch machen? Da hoch? Da komme ich aber noch nie im Leben hoch. Nee, komme ich nicht. Ah, da oben. Alles klar. Und Pam. Wunderbar. Alles wieder hübsch. Bei
weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Einen Stein. Was macht der Rot jetzt? Die Rots sind wirklich stark. Eure Rot können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke Viereck, um Rot ein Objekt anheben zu lassen. Sag den Rot, wo sie hingehen sollen, wenn du zielst und dann Viereck drückst. Wo soll sie denn hingehen? Hierher. Das ist ja witzig. Was haben wir da hinten? Da haben wir verschiedene Äpfel. Die haben sie uns auch so verputzt jetzt. Okay, was haben wir da drüben noch? Die Brücke ist hier kaputt. Haben wir hier noch was? Nope. Und hier drüben können wir auch nicht rein, ne? Weil die Brücke kaputt ist. Okay, dann gibt es ja nur den Weg hier. Los. Was haben wir hier? Können wir das zerschlagen? Ah, öffnen, okay. 25 Kristalle. Was auch immer damit geht. Haben wir eigentlich ein Stadtbild hier? Nope. Oh, ich liebe die Musik jetzt halt. Wahnsinn. So, wir könnten hier drüben hin. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich erstmal da drüben schauen, was es da noch zu entdecken gibt. Hier ist nämlich noch was. Okay, und jetzt? Ah, sie haben nur die Statue wieder richtig hingestellt, alles klar. Kipp das Ding ab. Ganz einfach. Ansonsten gibt es hier nichts mehr, alles klar. Gehen wir weiter. Da unten gibt es mit Sicherheit noch was. Kristalle. Okay, jetzt haben sie das weggeschoben. Jetzt kann ich quasi auch den Stein verwenden, um dann hier hochzukommen, so wie es aussieht. Okay. Was haben wir denn hier? Wieder verseuchtes Land. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Death and corruption are all that remain here.
cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Yay! Spross, haben wir gleich mal unseren ersten Bossfight. Halte L1 und mein Schild ein. Wow. Aktiviere dein Schild im Gegner. Ganz schön schwierig. Das war natürlich nicht so wie geplant. Das müssen wir gleich nochmal versuchen. Die gehen aber ganz schön ab. Können wir die Story hier weiter drücken? Wunderbar. Dann wollen wir mal. Uiuiui. So, das war's für dich. War doch gar nicht so schwer. Wow. Come out. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Okay. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Woo-hoo! Okay. Come on. Hilf Tar. Our village is this way.
So. Da haben wir weitere Rotz gefunden. Jetzt haben wir schon 8 Leute. Hier ist der Fotomodus. Interessant. So, jetzt können wir die ins nochmal hinsetzen. Dann freuen sich alle und dann küssen wir die noch. Oh, du bist ein kleiner. Oh, wow. Oh Mann, ist das niedlich. Und mit dieser Szene beenden wir hier die erste Folge von Kena, Bridge of Spirits. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir es gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken. Das würde mich genauso freuen. Danke, dass du dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, ciao und hab eine gute Zeit.